Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozzy hier. Und willkommen zum Review zur Episode 130 von Dragon Ball Super. Außen vorweg, ich habe die Folge noch nicht gesehen. Ich wollte nur ein, zwei Sachen sagen, bevor wir losstarten. Nämlich das erste: Es wird im Hintergrund wahrscheinlich irgendein Gameplay laufen oder Summon, ich weiß noch nicht. Jedenfalls, damit einer Bescheid ist. Und zweitens, meine Reviews, wie verlaufen die? Also, ich sag mal so: Es sind keine professionellen Reviews, weil ich achte nicht, also ich bin da nicht Fachmann von Schnitten, Perspektiven, Animationen etc. etc. Wie läuft das Ganze bei mir ab? Ich wollte das einfach nur mal auf den Tisch legen. Ich schaue mir die Folge an, mache die Kamera an und lasse meine Gefühle auf euch los, damit ihr da Bescheid wisst und irgendwas nicht falsch versteht oder so. Deswegen lasst mich die Folge ganz kurz ansehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Was habe ich da gerade angeschaut? Was habe ich da gerade legit angeschaut? Was war das für eine Folge? Also jetzt mal, wir reden jetzt quasi kaum, ich werde kaum über die Animation etc. reden. Die war top, war alles gut, alles super gezeichnet, insane. Der Kampf an sich war wirklich im Kampf wirklich sehr, sehr cool, dass kaum, es wurde schon geredet, aber kaum geredet wurde. Und wenn, falls mal geredet wurde, dann hat es mehr oder weniger einen Sinn. Also es war jetzt nicht wirklich Geschwafel, sage ich mal. Aber was war das für ein Ende? Also erstmal. Ultra Instinct Goku 1A. Richtig geil. Die Form an sich, die ist sowas von göttlich und sie strahlt so Power aus und mächtig. Aber Jidens Antwort darauf. Warte mal. Das war, wenn ich das so sagen darf, ist Jiden quasi auch in den Ultra Instinct Modus gekommen. Oder was sagt ihr dazu? Denn von der Aura her sah es gleich aus. Er konnte sofort instant mit ihm mithalten. Also, dieser Clash von Goku und Jiren, der sah für mich wirklich aus, als würden zwei Ultra Instinct Techniken aufeinander clashen. Wie habt ihr das empfunden? Damit wir das hier gleich mal am Anfang klären, weil für mich sah es wirklich so aus, als hätte Jiren den quasi Ultra Instinct auch. Ich weiß nicht, ob er ihn erlangt hat oder ob er ihn schon drauf hatte. Es war die Rede, dass er von seinem Trauma her dann quasi einen Boost bekommen hat, weil er sich von Trauma erinnert hat, weil er von Goku so dermaßen zerbombt wurde anfangs. Und dann war der Kampf wirklich sehr intens. Ich fand den Kampf 1A. Und das Geilste war, dass nochmal dargestellt wurde, wofür eigentlich wer kämpft. Also die Flashbacks. Die Flashbacks waren sehr, sehr geil. Das wurde nämlich dargestellt, Jiren wurde. Also Jiren ist für mich irgendwie der Sasuke von Dragon Ball, wenn ich das so sagen darf. Denn es wurde bei ihm wirklich verdeutlicht, dass er für sich selbst kämpft. Er hat absolut oft gesagt, Stärke ist absolut, Gerechtigkeit ist absolut quasi. Stärke steht über allem. Wer nicht siegt, der verliert alles. Das ist wegen seinem Trauma bedingt der Fall. Den Charakterzug verstehe ich von ihm. Jiren war auf einmal total verbissen. Er wollte ums Verrecken nicht verlieren. Und diese Verbissenheit fand ich cool bei ihm, weil die hat ihm den Power-Up gegeben. Aber das Problem mit Power-Up ist halt, Jiren, der ist irgendwie maßlos in dem Power-Up, weil wir haben auf der anderen Seite einen Ultra Instinct Goku, der den Ultra Instinct gemeistert hat im Kampf in der Phase. Und er hat ihn anfangs natürlich, also Goku hat dominiert anfangs auf jeden Fall, aber nachdem Jiren nach seinem Trauma quasi auch in so einem Ultra-Instinct-Zustand kam, war auf einmal ebenbürtig. Soll nicht heißen, dass ich das schlecht finde, weil wir wissen, wie es in Dragon Ball läuft. Auf einmal ist Goku quasi auch ebenbürtig, wenn wir das so sehen. Auf einmal war er auch ebenbürtig, Jiren zu kämpfen und etc. etc. Wir wissen, wie das mit den Power-Ups ist in Dragon Ball, aber das ist nicht der Fall. Der Kampf, also warum sie gekämpft haben. Jiren, wie gesagt, gerade angesprochen. Goku auf der anderen Seite. Mit den Flashbacks. Das gemeint wurde, Goku trägt die Hoffnung aller Aufsicht. Anfangs, Gokus Feinde wurden mehr und mehr zu Gokus Freunden. Ja, mit den Flashbacks. Krillin war jetzt kein Feind, aber Piccolo, Vegeta, die Androids, etc. etc. Und Goku ist quasi derjenige, der sie alle vereint hat, der dafür sorgt, dass alles quasi schön und gut ist, ja, dass es so familiär ist, dass Freunde für sich halten, quasi so gesehen. Aber Goku selbst, das fand ich so cool von ihm, hab gesagt, ich bin nicht der Held der Gerechtigkeit und ich will auch nicht dafür stehen, aber wo war der, beziehungsweise wo, was kam dazwischen, dass ich das nicht die Reihenfolge auseinanderbringe. Jiren hat dann gemeint, Goku wollte es ihm das beibringen, ihm das lehren, warum Goku so stark wird, weil Jiren hat es verstanden. Denn Goku lag kurzzeitig auf dem Boden und das hat mich ein bisschen irritiert, dass er so, was, Jiren ist auf einmal
in dem Modus, wo er den Ultra Sengoku bombt. Aber dann haben die Freunde, Krillin etc. zu Goku gerufen. Goku ist aufgestanden, Jiren war verwundert und dann kam das Ganze, wo das erklärt wurde mit den Flashbacks etc., warum Goku besser wird, warum er stärker wird, quasi, weil die Hoffnung in ihm liegt, weil Goku auf seine Freunde vertraut und sie beschützt. Und genau deswegen hat Jiren dann gemeint, du, Jiren ist getickt, der ist legit getickt bei dem Gedanken, der wollte das nicht akzeptieren, aber insgeheim wusste er das, denn er hatte das alles quasi, was Goku hatte, ja. Nur wurde ihm es genommen. Und dann hat Jiren gemeint, in so einem Augenblick kann alles weg sein. Bombt eine Ulti auf die Tribüne und ich fand diesen Moment, diesen Moment, da war ich kurz selbst so eingefroren. Ich dachte, was passiert jetzt? Werden die ausgelöscht, werden sie nicht? Da verging für mich, da ging zwar nur ein, zwei Sekunden um, aber für mich ging da so eine halbe Stunde Gedankengang rum. Jedenfalls ist Goku dann sofort hin, hat das geblockt und oh mein Gott. Wie Goku getickt ist, das haben wir lange nicht mehr gesehen, dass Goku so aggressiv wurde. Auf einmal sagt Goku, wie gesagt, ich bin kein Held oder so, wenn meine Freunde ein Haar krümmt, der bekommt es mit mir zu tun. Sein Gesichtszug, wie das animiert wurde, wie das dargestellt wurde. Er fliegt zu Jiren, den verpasst ihm legit so eine brutale Faust, die hat ihn quasi in eine andere Dimension befördert. Der hat Jiren so auseinandergenommen dann in dem Moment. Und nicht in dem Moment. Goku hat danach gewonnen. Das war krank. Jiren lag auf dem Boden, total zerstört. Kakarot hat gewonnen. Und dann haben alle natürlich gesagt, Goku beende es. Jiren hat es auch eingesehen. Jiren hat gemeint, was ist mit dir? Also warum stehst du quasi da? Beende es, schmeiß mich raus. Etc. Goku stand lange da, hat kurz Ki gesammelt in seine Faust, in seine Hand und ich dachte ganz kurz, das hat mich total an Freezer gegen Goku auf Namek erinnert. Ich dachte mir, warte mal, typisch Goku-like, würde ihm jetzt Energie geben. Dann war das nicht der Fall, dann wollte Goku abfeuern und dann, das ist das, was ich meinte, was habe ich gerade gesehen. Auf einmal macht Gokus Körper das nicht mehr mit. Gokus Körper wird legit zerfleischt. Ja, sein Körper macht das nicht mehr mit. Den ganzen Druck des Ultra-Instinkts. Whis hat kurz angesprochen, ist das der Tribut der Götter? Ja, das Tribut, das man den man leisten muss, wenn man quasi godlike sein will. Wie das dargestellt wurde, richtig geil, denn es muss einen Nachteil haben, einen Effekt. Und dann lag Goku auf einmal auf dem Boden. Das war für mich so eine Szene, da dachte ich mir, wow. Was habe ich gerade angeguckt? Irgendwie habe ich es verstanden, irgendwie auch nicht, denn auf der anderen Seite, Jiren hatte gar keinen Nachteil, gar keine Nachwirkungen, ja, also von seiner Form oder so. Jiren war immer OP und der hat das durchgehalten, bis Goku ihn zerbombt hat, Gott sei Dank, aber im finalen Showdown hat Gokus Körper nicht mehr mitgehalten. Wie gesagt, das ist der Aspekt, da wissen wir nicht, ob Jiren den Ultra-Instinkt schon gemeistert hat, ob er diesen Modus, diese Technik, ob sein Körper das schon standhält. Weil bei Goku hat es legit erst neu gemeistert und da macht es Sinn, dass das nicht standhält. Aber dann haben natürlich alle reingeschrien von Jiren's Universum, machen jetzt fertig und so, du willst die Jangboss etc. Aber man hat Jiren angesehen, er will das nicht machen, es ist kein ehrenhaftes Ende. Er ist auch aufgestanden und gesagt, du stolzer Krieger Saiyan Goku, ich respektiere dich, das ist leider ich will das Showdown eigentlich nicht so enden, aber er hat keine Wahl. Tut den Boden unter sich zerstören, unter Goku, Goku fliegt runter. Dachten wir. Dann kommt legit aus dem Nichts Freezer, schmeißt Goku wieder hoch in den Felsen, heißt Goku ist noch im Ring. Aber nicht nur Golden Freezer, sondern aus dem Nichts ist auf einmal C17 da. GG. Legit GG. Ja. C17 macht den Freezer-Move, C17 taucht auch auf und jetzt liegt quasi alles an Golden Freezer und C17 und ich finde das geil, weil ich bin ein Fan davon, wenn so Twists kommen kein klitschiges Ende. Klitschiges Ende meine ich, ja, Goku bekommt Power-Up, alles schön und gut, Goku gewinnt, GG. Nein, das ist in diesem Arc, in Dragon Ball Super nicht der Fall und ich bin total ein Fan davon, wenn es so Cliffhanger gibt. Und was haltet ihr davon? Nun steht Golden Freezer da, C17 gegen einen sehr angeschlagen, quasi fast K.O. Jiren. Wie geht das Ganze aus? Aber
Eine letzte ganz wichtige Bemerkung habe ich noch. Ich denke, ich habe mich nicht versehen, aber habt ihr das auch gesehen? Die Säule vom Countdown, die ist aus der Arena gefallen, die wurde zerstört, als Jhin sich geboostet hat. Und das, meine lieben Freunde, wenn das wirklich so richtig war, wenn die Säule des Timers, des Countdowns nicht mehr existiert, lässt sehr viel Raum offen in dem, was noch geht, in dem, was noch kommt. Darauf bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze twisten wird, wie das Ganze enden wird, denn es gibt nur noch eine Folge und welche Cliffhanger es geben wird. Denn Cliffhanger sind legit in der Branche, in Serien, Filmbranche etc. gerade ein totales Ding. Also man endet viele Staffeln, Serien etc. enden mit einem Cliffhanger, damit man gehypt ist auf die nächste Staffel. Ein Classic-Beispiel, Game of Thrones zum Beispiel. Und ich bin total Fan davon, wenn etwas nicht glitschig endet, sondern ganz anders, wie man es wahrnimmt. Und das war in der Folge der Fall. Wie Dragon Ball Super komplett enden wird, sehen wir in der nächsten Folge. Aber ich bin auf alles gehypt. Ich würde gerne auf jeden Fall eure Meinung zu der ganzen Folge wissen. Zu allem Jiren Fight, Gokus Boost, Jirens Boost und vor allem Golden Freezer C17, was mit denen jetzt abgeht wahrscheinlich. Und ganz wichtig mit der Säule. Vergiss die Säule nicht. Ich denke, ich habe das richtig gesehen. Die Säule ist aus der Arena abgebrochen, ob sie zerstört ist, nicht mehr existiert. Aber wenn das der Fall ist, dann lässt auf jeden Fall sehr viel Raum für Neues offen. Und ich bin auf jeden Fall darauf gespannt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.